haben gerade eine Szene aus dem aktuellen Kinofilm gesehen. Darin spielst du einen Piloten, haben wir gerade gehört, der seinen Beruf nicht mehr ausüben kann. Hast du dir schon mal die Frage gestellt, was wäre, wie es dir gehen würde, wenn du deinen Beruf nicht mehr ausüben könntest, wenn du nicht mehr schauspielern könntest? Nee. Aber die ist mir ganz oft gestellt worden, jetzt gerade im Zusammenhang mit dem Film. Ja. Also wir hatten dann so einen Pressetag und da kommt wirklich jeder Journalist nacheinander und stellt immer diese Frage. Und ich weiß gar keine Antwort so richtig. Also ich sehe mich gar nicht so als Schauspieler tatsächlich, sondern eher als Künstler. Das heißt, ich habe so viel Interessen. Mhm. Also natürlich wäre das bitter, wenn ich jetzt nicht mehr spielen könnte aus irgendeinem Grund. Aber mir fallen so viele andere Sachen ein. Manchmal denke ich eher, es ist doch eigentlich verheerend, dass man so immer an dem Gleichen festhält. Ja, also ich würde gerne auch ab einem gewissen Punkt was ganz anderes machen. Ist, ne? Also ich meine, Theater machst du, du stehst als Hamlet auf der Bühne, bist im Tatort zu sehen, Kinofilme, bist als DJ unterwegs. Ich habe bei dir das Gefühl, auf Instagram total aktiv, dass du wirklich schon so viel machst, dass ich mich immer frage, wie kriegst du das in 24 Stunden? Ja, ich glaube, es hat ein bisschen damit zu tun, vielleicht redet es mir auch schön, weil ich wirklich gemerkt habe, ich bin natürlich auch mehr unterwegs als zu Hause zum Beispiel. Also, dass ich so irgendwann, habe ich auch mal gesagt, ich habe die Priorität schon auf den Beruf gelegt. So, das hat dann mein Vater meiner Tochter vorgespielt. Ja. Und dann habe ich schon gemerkt, es ist natürlich komisch, das zu sagen. Ja. Bei mir hat es ganz viel damit zu tun, dass ich irgendwann für mich erkannt habe, früher dachte ich immer, gerade bei der Schauspielerei, ich müsste sozusagen das, mein privates Erlebtes einfließen lassen in die Kunst. Mhm. Ja, wenn ich jetzt spiele, dann muss ich irgendwie davon zehren, was ich in meinem Leben erlebt habe. Und mittlerweile bin ich eigentlich an dem Punkt, dass ich merke, es ist eigentlich genau umgekehrt. Ja, ich erlebe eigentlich in meinem Beruf viel mehr und zehre als Persönlichkeit davon. Also es macht mich zu einer reicheren Persönlichkeit, mhm. ja, also weil ich, glaube ich, keine Trennung mehr vollziehe zwischen Fiktion und Realität, weil es beides meine Wirklichkeit ist. Das heißt, ich gehe in den Beruf total auf. Also in dem Moment, wo ich kreativ bin, in dem Moment, wo ich mich ausdrücken kann, in welcher Form auch immer, verstehe ich was über mich oder übers Leben. Und ich glaube, danach suche ich. Ja, ich habe neulich so, weil ich auch so oft gefragt werde, ihr werdet es wahrscheinlich jetzt nicht fragen, aber so wie Theo Weigel natürlich immer zu seinen Augenbrauen irgendwie was sagt, also, oder er wird darauf angesprochen, mit den Fingernägeln, ja. Wobei die, Sie haben vorher gesagt, es sei mein Fell. Ja, ich habe es liebevoll ausgedrückt. Entschuldigung, also ein Fell kann man einem abziehen, aber meine Augenbrauen nicht. Das stimmt. Nee, aber weil ich habe mir neulich so, ich werde dann immer so komisch klemmig, wenn man mich darauf anspricht. Jetzt mache ich es ja selber. Ja, aber weil ich so, sagen, ich wollte dich nicht auf deine roten Fingernägel ansprechen. Nein, hat mich beim Warm-up darauf angesprochen. Ich finde es nur interessant, erstens, dass ich klemmig werde, dass es nichts ist, wo ich sage, so bin ich halt so. Aber ich habe mir dann schon auch mal überlegt, wo das herkommt. Ja? Und bei mir war es so in der Schule, ich habe mich sehr unterdrückt gefühlt so in meinem Ausdruck. Ja? Ich hatte eine Idee, wie ich sein wollte und habe es mich nicht getraut, weil ich immer Angst hatte vor Leuten, die mich verletzen, ja, oder die mich darauf ansprechen oder so. Weißt, man hat eine Idee, wie man aussehen will, man geht so in die Schule und alle lachen oder einer sagt was Blödes und es verletzt einen dann. Und ich habe mal in einem Polizeiruf in München mit Jan Bonny und Matthias Brandt einen Transsexuellen gespielt oder eine Transsexuelle und habe in dem Zusammenhang viel Kontakt auch zu echten Transsexuellen gehabt. Und dann habe ich gemerkt, und das war für mich so eine wichtige Erkenntnis, die wollen ja keine Frau sein, ja, und die wollen auch nicht jemand anders sein, sondern die wollen sie selbst werden, ja, und das ist so eine Erkenntnis für mich gewesen, dass ich will nicht irgendwie ausgeflippt sein oder ich will nicht anders sein oder ich will nicht, sondern ich will ich selbst sein. Und das ist, glaube ich, auch so mein Ziel, wenn ich anfange, mich auszudrücken oder kreativ bin. Ob das jetzt durch angemalte Fingernägel ist oder durch Platten auflegen oder durch Theater spielen. Und es gibt ein tolles Gedicht von Brasch darüber, der sagt sozusagen, mein Beruf ist, mich entfernen, um bei mir anzukommen. Wir haben gerade über Psychoanalyse gesprochen und da hast du den Satz fallen lassen, dass du eigentlich gerne eine machen würdest. Warum? Um dich mehr Analyse zu finden, um mehr zu wissen? Nee, eine Analyse würde ich gerne machen. Erstens ganz einfach, weil meine Frau es gemacht hat und weil sie sagt, es ist das Beste, was ihr je passiert ist. Mhm. Und weil ich glaube, dass es wichtig ist, sein Leben zu ergründen. Und weil ich auch glaube, dass es ein Luxus ist. Mhm. Also
ich bin noch so groß geworden, dass man immer dachte, ich weiß noch, als ich zum ersten Mal gehört habe, dass Woody Allen sagt, er legt sich auf die Couch. Ja, da dachte ich sofort, das ist ein Verrückter. So, also ich bin noch so groß geworden, dass das sind alles kranke Menschen. Mhm. Und mittlerweile denke ich, nein, das ist eigentlich das Schönste, was man machen kann, sich den Raum zu nehmen und einfach mal über sich nachzudenken. Ja, und soweit ich das verstehe, ist das bei einer Analyse so, dass es eigentlich aus einem selber kommt. Da ist ja, sitzt ja keiner daneben, der einem die Welt erklärt, sondern man erklärt sie sich eigentlich selbst. Aber erlauben Sie mir eine Frage, die vielleicht auch Herr Krasnitzer beantworten kann. Es gibt viele Künstler, die ich kenne, die große Abwehr haben gegenüber Therapie und insbesondere gegenüber der Psychoanalyse, weil sie Angst haben, dass ihre Kreativität dadurch beschnitten wird. Wir denken, das Verrückte an mir ist ja auch gerade das, was mich als Künstler groß macht. Haben Sie diese Hemmung nie gehabt? Also ich glaube, dann verwechselt man was, weil sozusagen Kunst ist ja per se nicht pathologisch. Also finde, don't tell me. Ja, ich finde es absurd zu sagen, ich hätte Angst, jetzt meine Kreativität zu verlieren. Aber was Lars sagt, das finde ich so faszinierend, weil ich finde ihn, ich empfinde dich immer als ein Gemälde, das noch nicht fertig ist. Mhm. Und das finde ich total faszinierend, dass eben da so viele Farben gibt. Ja? Und dass diese Erklärungsnot, die man dann in solchen Situationen hat, dass man eben das macht, das macht, das macht oder eben auch noch Interessen in bestimmte Richtungen hat, für mich ist das ein Gesamtbild. Ich könnte es nicht eindeutig benennen. Ich sehe nur dieses Gemälde, das nicht fertig ist. Und das schaue ich mir jedes Mal gerne an. Und es hat eine Vielfalt, es hat eine Tiefe, es ist wie so ein dreidimensionaler Raum. Es ist immer wie eine Installation. Du bist eine personifizierte Installation. Es ist Auflegen, es ist Leben, es ist aber auch sozusagen jenseits des Lebens. Da sitzt jemand mit roten Fingern, ich glaube, es ist etwas, was schön ist. Man guckt das an und sagt, schön, ja, so what? Mehr ist es nicht. Ja. Was glaubst du, zu wie viel Prozent ist dein Gemälde von dir selber fertiggestellt? Na, ich freue mich total darüber, so. Also, weil es trifft es schon ganz gut. Also, weil kurioserweise war so mein größtes Erlebnis mit Kunst Monochromes Blau von Yves Klein. Also, Und ich kannte das ja vorher, da hat mich ja keiner rangeführt, sondern ich habe es zufällig gesehen im Guggenheim-Museum und dann habe ich gedacht, so will ich eigentlich sein, also wie dieses Bild. Ja. Ausschließlich eine Farbe. Naja, diese Philosophie, die dahinter steht, dass es darum geht, dass sich der Betrachter darauf einlässt. Mhm. Sozusagen. Also ich bin natürlich auch als Künstler stark darauf angewiesen, dass sich jemand auf mich einlässt und nicht an mir vorbeigeht und sagt, verstehe, Rampensau oder mir fallen jetzt also was man halt so über einen sagt, ja, sondern der sich auf einen einlässt und sagt, ich will mal gucken, was dahinter ist oder was es eigentlich ist, ja, und nicht sagt, ah, verstehe, blaues Bild und weitergeht. Und das andere ist, was mich natürlich fasziniert und deswegen gefällt mir dieser Vergleich mit dem unfertigen Bild, dass da die Philosophie oder die Theorie dahinter steht, dass eine Linie natürlich auch immer eine Grenze bedeutet, ja, und das ist auch toll ist, sich diese Freiheit zu erlauben, einfach keinen Strich zu machen oder dass es eigentlich offen ist. Ja, das habe ich auch immer das Gefühl bei dir, wenn ich dich so beobachte, auch auf Instagram, du siehst die Welt wie so ein Kind. Manchmal hast du einfach Videos davon, wie Wassertropfen in Pfützen prallen und du erfreust dich daran. Und ich habe immer das Gefühl, dieser Mann will gar nicht ankommen. Viele wollen ja ankommen, ne? Wollen sich finden. Ich habe immer das Gefühl, das willst du gar nicht. Du willst auf dem Weg bleiben, du willst neugierig bleiben und gucken, wohin die Reise, wohin das, was du siehst, was es mit dir macht, dich treibt. Ist das so? Wobei andererseits bist du ja relativ bodenständig. Ne? Du hast eine Familie, du hast eine Tochter. Ich habe darauf keine Antwort, interessanterweise. Und das ist im Grunde die Antwort. Also ich habe immer nicht verstanden, wenn Leute gesagt haben, der Weg ist das Ziel. So, das hat mir irgendwie nicht eingeleuchtet. Aber der Weg ist der Weg. So, da wusste ich dann, was mit anzufangen. So, aber es ist halt so kurios. Deswegen sage ich, dass für mich die Fiktion ab einem gewissen Punkt fast attraktiver wird, weil das Leben, das wartet ja nicht mit einer Logik auf. Ja? Also man stellt ja immer an die Fiktion ganz andere Ansprüche. Ja? Ich muss ja immer erklären, wenn ich einen Film gemacht habe, wer ist derjenige, den ich da spiele oder was will der? Ja? Aber wenn man mir die Frage stellen würde, wüsste ich ja auch keine Antwort. Und man lässt es aber in der Fiktion nicht zu. Ja?
Ja, und deswegen klammert man sich da, glaube ich, so dran, ja, weil man eigentlich es gar nicht aushält. Also das wundert man sich ja eher, wenn man jetzt das jemandem erzählen würde, da leben auf einem Planeten Menschen, die wissen eigentlich gar nicht, wo sie herkommen oder wo sie hingehen. Und die haben sich aber damit arrangiert. Ja? Das, wenn man das in einem Film erzählen würde, würde ich sagen, das ist ja völlig unglaubwürdig. So, und die Glaubwürdigkeit ist zum Beispiel auch so ein Punkt, wo ich für mich erkannt habe, dass es das wichtigste Gut ist. Ja? Und dass Glaubwürdigkeit bedeutet, dass es eine Übereinstimmung zwischen dem gibt, was man denkt und was man macht. Mhm. Daher der Tugendminister, Lars. Hm? Deswegen der Tugendminister. Ja. Der hat sich wohl gehört. Ja, und das erhebt ja gar nicht den Anspruch auf irgendeine Wahrheit oder so. Ich kann ja auch morgen was komplett anderes erzählen. Aber in dem Moment, wo man sich da entfernt oder wo es da eine Diskrepanz gibt, wird man unglaubwürdig. Mhm. Ja, und deswegen mache ich auch so viel, weil es gibt ja so viele, die von außen kommen und sagen, es lief ja auch in dem, hieß ja auch in dem Einspieler, du bist überall oder so eine Omnipräsenz und ich sage, mach mal ein bisschen weniger und so. Nee, so ich glaube nicht, das ist gar nicht die Botschaft. Und nee, das ist, glaube ich, ich weiß, bei dem Trailer nicht, aber es kommen schon Leute zu mir und sagen, wie du dich ausdrückst, warum musst du das jetzt noch machen? Oder, und ich merke, dass ich ganz stark von so einer Lust getrieben bin und dass ich eigentlich gar nicht karrieristisch denke oder so. Also, dass ich nichts mache, und das meine ich eigentlich mit dem Entfernen. Das hat ja auch was mit der Übereinstimmung von dem, was man sagt und dem, was man denkt, kann man ja auch übertragen auf Lust. Also in dem Moment, wo ich irgendwas mache, nur um damit irgendwas zu erreichen und habe darauf eigentlich gar keine Lust, guckt sich es, glaube ich, auch keiner mehr gerne an. Aber in dem Moment, wo ich das mache, worauf ich Lust habe, ob ich jetzt Platten auflege oder ob ich ein Bild male, es ist eigentlich auch ein Stück weit unangreifbar. Und so fühle ich mich dann auch manchmal. Und das ist dann aber auch wieder ein Widerspruch, weil ich natürlich sehr verletzlich bin. Ja? Und weil ich schon immer das Gefühl hatte, durch die Art, wie ich so auftrete, mache ich die Angriffsfläche schon sehr groß. Ja? Und dazwischen schwanke ich immer so ein bisschen. Du warst gerade im Urlaub, ich glaube, es war Schweden, und hast ein sehr schönes Erlebnis gehabt, nämlich mit jungen schwedischen Schauspielschülern, wenn ich es richtig verstanden habe. Du hast nämlich ein Verb geprägt, das Verb Larsen. Was bedeutet das aus schwedischen Schauspielschulen? Ja, ich habe einen Film gedreht, das war West of Liberty, das haben wir in Malmö gedreht. Und dann bin ich nachts durch die Straßen gelaufen und wollte eigentlich noch ausgehen und tanzen und habe einen Club gesucht. Und dann ist mir ein junger Mann begegnet, der meinte, bist du nicht Lars Eidinger? So auf Malmö, ja. Und dann hat er gesagt, ich sitze mit ein paar Freunden da in so einer Karaoke-Bar, hast nicht Lust mitzukommen, die würden dich bestimmt gerne kennenlernen, ja. Und dann bin ich mitgegangen. Und dann hatten die alle angemalte Fingernägel, ja, und meinten, das haben sie so als Hommage, weil sie mich total bewundern als Schauspieler. Und bei ihnen auf der Schauspielschule gibt es ein Verb dafür, wie ich Theater spiele, und zwar Larsen. Also wenn man, und dann meinte ich so, ja, aber was ist denn Larsen? Also was bedeutet es? Und dann meinten die, like a cat. Und ja, das fand ich total toll, weil im Grunde will ich eigentlich auch so spielen wie eine Katze. Weil eine Katze... Guck mal, da ist der Panther wieder, Giovanni, den du vorhin genannt hast. Das Kuscheltier-Drama. Ja. Eine Katze entfaltet ihre Faszination darüber, dass man sie nicht dressieren kann, also dass sie unberechenbar ist. Ja. Freigeistig. Genau. Katzen, sagt man nach, sie wissen, dass sie von Göttern abstammen. Ja, im Gegensatz zu vielen anderen. Also ganz authentisch, ganz im Flow. Ein Künstler, vorhin ist mal gefallen, dass Künstler häufig besonders gute Kunst produzieren können, wenn es ihnen nicht gut geht. Dafür gibt es sicherlich Beispiele in der Geschichte, aber ich glaube, es sind das perfekte Gegenbeispiel dafür, dass sie so authentisch sind und so Flow. Aber mir geht es gut dabei. Ich wünsche Ihnen, dass das Bild das ist ja schön. Weiterhin, sie wachsen ja, also das ist ein extrem dynamisches Bild, also was, wirklich was, das Gegenteil von Pathologie. Was für ein tolles, sagt der Pathologe, was für ein tolles Schlusswort. Ganz, ganz herzlichen Dank an Rama Renner, unsere Gäste. Erstmal danke an Lars Eidinger für das Gespräch. Und an Lars Eidinger. Ja, insbesondere.